Das iPhone verfügt über ein geheimes Feature, welches mit iOS 18 heimlich eingeführt und mit iOS 18.1 sogar noch einmal verschärft wurde. Und um welches Feature es sich genau handelt, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und sollten dich übrigens Videos wie dieses rund um das iPhone und iOS interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Bei dem Sicherheitsfeature handelt es sich um einen erzwungenen Neustart. Mit iOS 18 wurde diese Funktion integriert, dass das iPhone automatisch neu gestartet wird, wenn es eine Woche lang nicht benutzt wird, sprich wirklich nur rumliegt, nicht angefasst wird, der Touchscreen nicht berührt wird. Genau dann startet das iPhone nach einer Woche komplett automatisch einmal neu. Das erst vor kurzem veröffentlichte Update auf iOS 18.1 hat dieses Sicherheitsfeature noch einmal etwas verstärkt, denn die Zeit für die Inaktivität wurde verringert von einer Woche auf 72 Stunden, sprich 3 Tage. Nach 3 Tagen Inaktivität wird das iPhone automatisch neu gestartet. Demonstriert wurde dieses Feature in einem Video auf Twitter, wo ein iPhone mit iOS 18.2 aktuell in der Beta-Phase einfach für 72 Stunden lang liegen gelassen wurde. Da gibt es ein entsprechendes Timelapse-Video, welches eben zeigt, dass das Gerät dort nur rumlag und automatisch nach den 72 Stunden, nach den 3 Tagen neu gestartet wurde. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum das Ganze, denn das iPhone ist an sich ja schon ein wirklich ziemlich sicheres Smartphone, wenn man es mit Face ID oder Touch ID entsperren möchte. Für Diebe mit entsprechendem Equipment und Erfahrungen sowie Strafverfolgungsbehörden ist es aber trotzdem möglich, das Gerät auf lange Sicht zu knacken, wenn es eben sich in dem Zustand befindet, dass man nur per Face ID oder Touch ID das Gerät entsperren kann. Das wird allerdings bedeutend schwerer, wenn das iPhone einmal neu gestartet wurde, denn dann ist Face ID und auch Touch ID deaktiviert. Und man muss eben auf den Code zurückgreifen, im besten Fall 6-stellig oder natürlich ein alphanumerischer Code, den man selber festlegt, dann wird das iPhone noch sicherer und hier hat man eben den Vorteil, das iPhone wird automatisch neu gestartet und Diebe und Strafverfolgungsbehörden haben hier natürlich dann die Problematik, dass das iPhone noch einmal sicherer ist, als wenn es nur mit Touch ID und Face ID gesperrt ist. Euer gestohlenes, verlorenes oder in Gewahrsam genommenes iPhone wird nun also mit iOS 18.1 automatisch nach 3 Tagen Inaktivität einfach neu gestartet. Dagegen kann man auch nichts tun. Man kann es weder einschalten, ausschalten, deaktivieren. Diese Funktion ist in das System integriert und lässt sich nicht verhindern. Und an der Stelle noch ganz lustig, normalerweise erwähnt Apple neue Sicherheitsfunktionen und das ist hier ja durchaus eine, aber in diesem Fall haben sie sie überhaupt nicht erwähnt, weder in iOS 18 noch in iOS 18.1. Man findet diese Funktion lediglich im Code und wenn man sie eben selber ausprobiert und das iPhone wirklich für 72 Stunden lang nicht anfasst, komplett in Ruhe lässt, dann wird es eben neu gestartet. Apple erwähnt diese Sicherheitsfunktion aber an keiner Stelle. Neben dieser neuen erzwungenen Neustart-Sicherheitsfunktion gibt es aber noch weitere Einstellungen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Solltet ihr im schlechtesten Fall euer iPhone verlieren oder wenn es gestohlen wird, geht dazu einmal in eure iPhone-Einstellung auf euren Apple-Account ganz oben, dann unter Wo ist und dann auf Mein iPhone suchen. Diese Funktion sollte aktiviert sein, genauso wie das Wo ist-Netzwerk und letzten Standort senden. So kann das iPhone auch geortet und gefunden werden, obwohl es ausgeschaltet ist und kurz bevor der Akku leer geht, wird dann noch ein letzter Standort an die Apple Server gesendet, damit ihr es ebenfalls dann orten könnt. Das heißt, hier habt ihr auf jeden Fall nochmal so ein paar Features, die ihr bewusst aktivieren könnt. Insgesamt für uns Nutzer also eine ziemlich coole, neue und versteckte Funktion, die Apple hier mit iOS 18 und iOS 18.1 integriert hat. Für Strafverfolgungsbehörden allerdings ist das mit Sicherheit keine allzu coole neue Funktion, denn die müssen jetzt dafür sorgen, dass beschlagnahmte iPhones innerhalb von 3 Tagen immer mal irgendwie kurz bedient werden, damit sie sich eben nicht neu starten und dann eben gegebenenfalls das Entsperren der iPhones schwerer wird. Daher hier auf jeden Fall so ein bisschen gespalten, was diese neue Funktion angeht. Uns Nutzer insgesamt aber, glaube ich, eine ziemlich gute neue Funktion. Und sehr gerne könnt ihr mir jetzt mal eure Meinung zu diesem neuen Feature in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon davon gehört? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Infovideos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!